Kommandant, Sie sehen ja, unsere Lage ist alles andere als angenehm. Alle unsere Divisionen sind in Europa und kämpfen gegen die Alliierten. Dieses Reich weiß, dass wir im Moment verwundbar und leichte Beute für sie sind. Deswegen werden sie uns auch schnell besiegen wollen. In diesem Moment sind ihre Invasionstruppen bereits auf dem Weg in Richtung Leningrad. Ich habe sie ausgewählt für die Verteidigung der UdSSR in dieser schweren Stunde, weil ich einen Kommandanten brauche, der nicht an eine Niederlage glaubt. Jemanden, der unsere Feinde nicht bloß zum Rückzug zwingt, sondern erbarmungslos und hart zuschlägt sie, demütigt auslöscht und gnadenlos mit ihnen umgeht. General Krukov, ich würde Ihnen gern unseren neuen Kommandanten vorstellen. Neuen Kommandanten? Ja, er wird für die Sicherheit von Leningrad sorgen. Obwohl ich Ihnen sagte, dass jeder Versuch, die Stadt zu halten, Wahnsinn wäre. Wenn Leningrad fällt, dann wird unser Volk den Glauben verlieren und die Hoffnung. Ja, nun, dann wünsche ich ihm viel Glück. Dem Reich sind wir technisch deutlich unterlegen. Und auch zahlenmäßig, glaube ich. Aber was soll's? Es ist eine Ehre, sich für das Vaterland zu opfern, ist es nicht so? In der Tat. Jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe ein Land zu verteidigen. Genossin Dasha ist Ihr Informationsoffizier und koordiniert unsere ganze Kommunikation. Danke, Eure Exzellenz. Kommandant, die Truppen des Reichs der aufgehenden Sonne rücken weiter vor. Beeilen Sie sich, Kommandant. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Wir wissen wenig über die Invasionstruppen des Reichs, nur dass sie extrem mobil sind. Sie haben Leningrad eingekesselt und dringen in die Stadt ein über die Kanäle. Retten Sie unsere schöne Metropole. Sie ist ein Symbol der Volksrevolution. Wir haben Ihnen die legendäre Scharfschützin Natascha überstellt. Sie wird Ihnen helfen bei der Verteidigung der Stadt und der Abwehr der kaiserlichen Soldaten. Dos vidania. Leningrad wird belagert. Schlagen Sie die Invasoren zurück und schirmen Sie mit unseren Truppen in der Region die Festung ab. Natascha steht Ihnen in dieser dunklen Stunde bei. Ihre Befehle lauten wie folgt. Sichern Sie die Festung im Herzen Leningrads. Danach stehen Ihnen weitere Truppen zur Verfügung. Viel Glück! Die Blockade des Reichs verhindert, dass wir auf der Insel landen können. Wir versuchen es mit einer Notlandeoperation. Sichern Sie die Festung mit unseren überlebenden Truppen. Kampfsteuerung wird aktiviert. Bitte warten. Neues Einsatzziel erhalten. Wählen Sie Natascha aus. Sie dominiert feindliche Infanterie. Schön, wieder mit Ihnen zu arbeiten, Kommandant. Natascha kann die Tore bombardieren lassen. Wann immer Sie bereit sind. Ich finde immer Beute. Ziel markiert, Zentrale. Natascha hier. Ich werde dran denken. Überraschung! Der geht auf mich. Das war's. Schlaf schön. Ja, ich sehe ihn. Einsatzziel erreicht. Hey, Kommandant. Hier ist Oleg. Ich bin Ihr Co-Kommandant in dieser Mission. Sollten wir das überleben, trinken wir ein, ja? Meine Männer tragen grüne Uniformen. Sie nehmen nur von mir Befehle entgegen. Aber hey, Sie können ja mich rumkommandieren. Wo Sie sind. Ja. Neues Einsatzziel erhalten. Neue Bauoptionen. Wählen Sie Ihre Kaserne aus und wählen Sie 5 Flak-Truppe aus. Flak-Truppe sind effektiv gegen Flugeinheiten und Fahrzeuge. Nettes Visier. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst.
Das kann nicht alles gewesen sein. Was planen diese Bastarde? Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Warten Sie, bis ich die Ketten los bin. Grüße aus dem Reich der aufgehenden Sonne. Ich bin Commander Kenji Tensei und es wird mir ein großes Vergnügen bereiten, Ihre Stadt in Schutt und Asche zu legen. Flaggtruppe meldet sich zum Angreifer aus südlicher Richtung. Wir kümmern uns darum. Wo haben Sie diese monströse Armee her? Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. 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 Sie folgten es so. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Der nächste. Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Wann immer Sie bereit sind. Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. 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 Das verstehen die also unter Zivildienst. Ich finde immer Beute. Eine Einheit wird angegriffen. Und los. Neue Bauoptionen. Bilden Sie mehr Rekruten aus, um die Festung zu verteidigen. Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Ja. Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Unzureichende Mittel. Ich gehe ja schon. Warten Sie, bis ich die Ketten los bin. Jemand bezahlt dafür. Schlimmer als im Gulag. Ich bin zu allem bereit. Unzureichende Mittel. Einsatzziel erreicht. Unterbrochen. Seien Sie nicht so zufrieden mit sich selbst. Der richtige Angriff kommt noch früh genug. Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht. Mir hat das eben schon gereicht. Das Reich hat mit dem Angriff auf die Eremitage begonnen. Sie enthält überaus bedeutende Schätze unserer Geschichte. Wenn wir sie retten, geben wir dem russischen Volk neue Hoffnung in dieser dunklen Stunde. Unzureichende Mittel. Neues Bombenziel erhalten. Der Bullfrog kann Truppen auf der Eremitage absetzen. Genosse Kommandant, wir stellen Ihnen unsere gesamten finanziellen Reserven zur Verfügung. Setzen Sie sie klug ein. Den Tragen. Ausbildung abgeschlossen. Also, wer will Ärger? Ausbildung abgeschlossen. Wie steht's? Ausbildung abgeschlossen. Darin? Natürlich. Ausbildung abgeschlossen. Das Wasser ist herrlich heute. Ausbildung abgeschlossen. Bis bald. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Ich werde dran denken. Gehe zum Angriff über. Ausbildung Ihr habt keine Chance. Los, Vidalia. Ausbildung abgeschlossen. Bin unterwegs. Das war's. Ausbildung abgeschlossen. Ziel erreicht. Ich werde dran denken. Sie haben die Eremitage gerettet. Das wird unser Volk mit neuer Hoffnung erfüllen. Aber noch ist kein Grund zum Feiern, denn wenn die Festung fällt, ist alles umsonst gewesen. Abgeschlossen! Ihre Truppen werden an der Festung gebraucht. Mit ihrem Bullfrog können Sie sie über den Kanal schleudern. Finanzmittel transferiert. Ausbildung abgeschlossen! Ich bin unschuldig, herrlich. Ausbildung abgeschlossen! Bullfrog ist einsatzbereit. Ausbildung abgeschlossen! Bin unterwegs. Vorsicht vor der Flugabwehr. Die Festung wird angegriffen. Die Truppen des Reichs nähern sich auf den Kanälen von allen Seiten. Die Festung darf keinesfalls fallen, Genosse.
Jetzt zeigen Sie doch mal, wie Sie sich gegen die Schlachtschiffe des Tenos behaupten. Unser Verbündeter wird angegriffen. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Neue Unterstützung, los! Eine Einheit wird angegriffen. Meine Männer verteidigen die Festung, solange es geht. Sie müssen allerdings diese Schlachtschiffe vernichten. Ich roste nicht, wenn ich nass werde. Natascha kann in den Kanälen schwimmen, um Luftangriffe gegen die Schlachtschiffe anzufordern. Ja. Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Ich bin zu allem bereit. Flaggtruppe ja, meldet sich ich sehe ihn. Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Wasser. Gehe zum Angriff über. Ausbildung abgeschlossen. Wir haben jetzt Zugriff auf unsere neue Waffe. Den Magnetsatelliten. Der Orbitalmagnet, wie Sie wissen, kann auf ein einzelnes Fahrzeug ausgerichtet werden. Setzen Sie ihn klug ein. Wählen Sie den Magnetsatelliten aus. Flaggtruppe meldet sich zum Dienst. Magnetsatellit bereit. Gute Arbeit. Nur noch ein paar Schlachtschiffe. Der Magnetsatellit ist einsatzbereit. Richten Sie ihn gegen die Schlachtschiffe. Sie können den Magnetsatelliten steuern, um mehrere Ziele zu attackieren. Ausbildung abgeschlossen. Ausbildung abgeschlossen. Heute werden viele sterben. Ausbildung abgeschlossen. Angriff über. Ausbildung abgeschlossen. Natascha hier. Ausbildung abgeschlossen. Soll ich irgendwas machen? Ja, natürlich. So schnell ich kann. Heute werden viele sterben. Angegriffen. Was soll ich tun? Gibt es da direkt Fernsehen? Wie lautet Ihr Befehl? Was bringt das? Ich finde immer Beute. Ihr kommt nicht weit. Das ist erst der Anfang. Sie werden mich bald wiedersehen mit den anderen Führern des Shogunats. Ihre Fährte. Ich hoffe, die sind eine größere Herausforderung als Sie. Einsatzziel erreicht. Die Festung Stettnok und Leningrad ist gerettet. Ausgezeichnete Arbeit. Der Premier wird sehr erfreut darüber sein.